Hallöchen ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, habe ich heute ein Haul-Video. Ich möchte euch gerne zeigen, was ich im Stempel-Lidl bestellt habe und bei Faltkarten. Genau. Und wir fangen mal mit dem Stempel-Lidl an. Ich habe mir dieses Heftchen gekauft, in der Hoffnung, dass ich nochmal auf Ideen komme, Boxenverpackungen zu basteln. Dann habe ich mir diese kleine Biene mit Kirsche gekauft. Ich habe echt gedacht, die wären größer, aber ja, so ist das. Und auch Clear Stamp, aber das habe ich nicht genau gelesen, ist halt so. Ist auch nicht schlimm, den benutze ich trotzdem. So, den haben wir gekauft. Dann war von EFCO einige Sachen halt im Angebot, weil da viele neue Stempelsets dazugekommen sind. Und so eins habe ich halt noch nicht, Einschulungsstempel. Also zur Einschulung, das ist geschafft, Schulanfang, Kindergarten AD, ja, sowas halt. Und ja, den EFCO-Sprüche-Stempel mag ich ja sehr gerne. Und ja, dann kommt da noch ein Glückskeks, das ist auch ein neues Set. Ich glaube, das heißt sogar Glückskeks, genau. Glückskeks, lecker, Lieblingsschokolade, Schokomonsterkekse für den Notfall. Schokolade hebt die Stimmung, stärkt die Nerven, macht glücklich. Und das finde ich auch toll. Dann habe ich überlegt, dieses Stempelset, die waren ja nicht so teuer. Und hier ist es noch so etwas, was man als Take, das ist zwar mit Flugzeughaken dran und Abkreuzen und so. Das ist, der heißt, glaube ich, Reise, genau. Aber da sind eben halt zum Beispiel Termine, Kamera, Ankunft, Packliste, SD-Karte, Mieten, mailen, klären, einchecken, schreiben, bestätigen, absagen, anrufen, mit Haken, mit X. Also das kann man vielleicht auch, Strandtag passt nachher auch wunderbar, wenn ihr, oder Hotel, wenn man nachher im Sommer irgendwelche Karten basteln möchte oder Takes. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut. Ja, da hatte ich erst überlegt, aber ich fand die irgendwie gar nicht so schlecht, weil da sind so ein paar, seht ihr ja, ne? Ein paar Worte drauf, die man sonst auch eigentlich nicht so hat. Und das ist eine To-Do-Liste mit Bäumen. Fand ich auch nicht so schlecht. Und auch hier wieder gemacht oder nicht gemacht. Ne? So. Dieses hier finde ich auch richtig cool. Eine Büroklammer, Notizen, Checkliste, Ziele, Info, ein Bleistift, eine Feder, ein Stück Torte, mal ein paar Tassen übereinander, ein Blumenstrauß, ein Anker. Ja, und das Herz dann noch, also Herzluftballon. Ja, das finde ich cool und das finde ich cool und das sowieso, ja. Wenn man einen Abschluss gemacht hat, Schulabschluss, 4. Klasse AD, 5. Klasse Juhu, abgehakt finde ich cool, super gemacht, ja, Glückwunsch zum Schulabschluss, ich bin stolz auf dich und diesen Hut, der ist ja in Amerika ja so in und ich habe gedacht, davon habe ich auch noch keins. Ich bin stolz auf dich, kann man immer benutzen und abgehakt, da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten als nur zum Schulabschluss. Der heißt Abgänger, dieses Stempelset. Ja, alle die Planner haben, kennen sowas natürlich auch, aber ich fand das gar nicht schlecht, weil es sind die Wochentage drin, es sind die Monate dabei, es ist ein ganz kleiner Pfeil dabei und eine Uhr, sodass man echt spielerisch so ein paar Sachen machen kann, Einladungskarten, ja, für einen Planner oder wenn man mit einer Uhrzeit zum Käffchen hier vielleicht, ne, Torte und Käffchen einladen möchte und dann eine Uhrzeit halt als Uhr mal zeigen möchte, welcher Tag das ist. Also das finde ich auch nicht schlecht. Dieses hier finde ich mega schön. Osternest, liebe Grüße von Osterhasen, frohe Ostern, süße Ostergrüße, das Ostergras, Osterhasen, Versteck, eine schöne Osterzeit und dieses mit drumrum, Überraschung vom fleißigen Osterhasen und da sind eben halt noch 3 Eier dabei, das für den Preis kann man da auch nicht meckern. Ja, apropos Ostern, Happy Eastern und Hello, das und eine große Sprechblase und ein witziger, dreist, dreinschauendes Häschen und hier unten sind schon Eier versteckt in den Osterglocken und Tulpen. Ja, auch ganz süß. Ich mag ja lieber die deutschen Sprüche als die englischen. Von daher, ne, passt das. Das kann man kombinieren. Ja, dieses Set. Ich weiß nicht, wie viele Leute das gekauft haben. Es müssen wahnsinnig viele Leute sein. Ich habe lange damit
reingenommen, in den Warenkorb wieder rausgenommen. Ach, brauchst du doch nicht. Ach, wozu denn? Und machen doch so viele. Ja, und dann habe ich I Love You gesehen. Dann habe ich die süßen Fische gesehen. Dann habe ich die Blubberblasen gesehen. Dann habe ich dieses hier, diese Algen gesehen, eine Kaffeetasse. Und dann habe ich gedacht, Big Time hier noch. Dann habe ich gedacht, okay, was soll's, nimmst du das auch mit, weil von Gerda Steiner Design habe ich ja sehr, sehr viel und mag die Sachen aber auch sehr gerne. So, das war vom Stempel-Legle. Sind ja doch ein paar Sachen geworden, ne? Okay, jetzt fangen wir mit Faltkarten an. Da habe ich, ich wollte euch nur mal kurz zeigen, da habe ich mir halt Papier bestellt. Ich muss mal einmal kurz das so machen. Ich habe zum ersten Mal 12x12 Inch Papier bestellt. Weil ich ja so ein paar Sachen eben halt falten möchte und dafür brauche ich großes Papier. Das ist ganz normales Gelb, steht hier. Das ist ein ganz fast schon pastelliges Gelb und ich habe immer nur 5 Bögen davon genommen. Die waren ja nicht so teuer. Also ich bestelle gerne bei Faltkarten Cardstock, weil ich das einfach, die sind total schnell, das ist unkompliziert, mit PayPal bezahlt und also wie gesagt, ich bin damit sehr, sehr zufrieden und auch von der Qualität her. Und wenn ich mich da mal verschneide, dann ist es nicht so schlimm, als wenn ich mir irgendwie so einen Bogen 1 Euro kostet und du denkst nur, ja, machst du das damit oder machst du es nicht? Ach, lässt du doch lieber. Und hier habe ich mir halt mehrere Farben ausgesucht, um das mal auszutesten. Und es kommt ja jetzt die Frühlingszeit und deswegen wollte ich gerne ein bisschen frischere Farben haben. Also so ein Gelbton. Dann zur Kombination kann man auch immer sehr schön dieses Hellgrau nehmen. Auch ist auch so eine Probe, also mit 5, man kann ja auch 25 kaufen, aber ich habe jetzt immer da die großen mit 5 Bögen. Hier ist es, das ist Grasgrün im Vergleich zu Frühlingsgrün. Und dieses Frühlingsgrün, dieses saftige Frühlingsgrün finde ich so schön. Da habe ich mir dann auch Umschläge zugekauft und Cardstock in 25 Stück in DIN A4. Jetzt habe ich euch schon mal noch was dazu gezeigt. So, ich habe es eben nur aus dem Karton rausgenommen. Das war auch dabei. Kleines Dankeschön, die Aufkleber. Ja, dann haben wir hier nochmal ein Grau. So sieht es aus wie so Wellpappe. Ja, Türkis, Aqua. Das fand ich natürlich toll und habe mir dann auch nochmal das in DIN A4 gekauft, 25er Pack. Weil diese Farbe kannte ich schon. Deswegen habe ich da auch ein bisschen, also dieses mag ich sehr gerne nachher auch für Sommerzeit, Frühlingszeit, also eher Sommer, Wasser. Ne? Draußen, herrlich. Ja, Olivgrün. Auch mal ganz schön und auch in 12x12 Inch. Ja, das ist ja meine absolute Lieblingsfarbe, Pistazie. Davon habe ich 2x25 Blatt in DIN A4 sowieso schon da und wollte jetzt auch noch mal ein bisschen größer haben, falls ich noch mal was, ja, es kann ja auch sein, dass ich mal anfange zu skrippen. Oder ich habe schon ein paar Ideen, was ich so basteln möchte. Flipbooks und sowas, dass ihr schon mal wisst. Ja, und dann ist es das noch. Dieses hier gehört zusammen. Das ist Pastel Rosé. Einmal ein paar Umschläge, 5 Stück. Und dazu passenden Cardstock, weil, wie gesagt, es ist jetzt Frühlingszeit, geht los. Und ja, dieses hier habe ich nur gedacht, naja, nimmst du mal mit. Ne? 5 Umschläge mal im Bund dekorieren für Flipbook, um da Sachen reinzupacken. Und wenn ich jetzt mal diese beiden Farben vergleiche, ärgere ich mich, dass ich da jetzt keinen Cardstock mitbestellt habe. Weil den finde ich ja, Salmon heißt das. Das ist mega schön. Diese Farbe gefällt mir unheimlich gut. Naja, dann lohnt es sich mal wieder was zu bestellen. Ja, dann sage ich vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, wie ich hier ausgepackt habe. Und dann werdet ihr jetzt frühlingshafte Farben demnächst ja sehen. Gott sei Dank, ich kann diese Kälte auch nicht mehr irgendwie sehen, merken. Ich möchte gerne, dass es wärmer wird und dass es dann so langsam losgeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, macht's gut, bis bald.